diese ganzen Vorstellungen kommen aus dem Unverständnis des Geldes in der warenproduzierenden Gesellschaft. Das ist der Punkt. Und my Occupy, ich kann da sagen, selbst das mit 99 ist ein Schmarrn, ist ein Schwachsinn, weil sehr vieles von diesem vagabundierenden Kapital ist zum Beispiel sind Pensionsfonds, sind Betriebsrenten. Mhm. Also ist schwierig. Wir kennen das aus Chile und aus Teilen der USA. Was passiert, wenn ein privater Rentenfonds zusammenbricht? Dann haben Leute die nackte Altersarmut vor der Nase. So einfach 1 gegen 99 ist natürlich wirklich jetzt auch in der Sache wahnsinnig daneben. In einer dieser Sudeltalks fragte die stets fröhliche den stets blöden Gast: Warum hast du mit Renate Schluss gemacht? Sie war nicht mein Ding. Die Verdinglichung. Menschen werden Dinge und gleichzeitig werden Dinge immer menschlicher. Der Aktienindex erholt sich. Er legt Verschnaufpausen ein. Manchmal tendiert er freundlich. Dann gibt er auch mal nach. Er darf sogar mal schwach sein. Citibank, where money lives. Ja, war gut was los in dieser Woche an der Börse, aber nicht nur Gutes. Also wir haben eine ziemliche Schaukelbörse gesehen, Franziska. Ich nehme das persönlich. Aber nicht nur Gutes, Franziska. Oh, das sollte natürlich heißen. Ich nehme mal an, du gibst mir recht, weil was wir da hinten an der DAX-Tafel gesehen haben, war relativ häufig doch mit roten Vorzeichen. Der DAX hat es immer wieder versucht, ist dann auch immer wieder ein Stück nach oben gekommen. Aber letztlich, eine richtig positive Woche sieht anders aus, Franziska. Ha, wieder ausgeglichen. Sehr gut, Viola. Mit sich, mit sich, und dann wird viel gelacht, denn wir sind bei Ihnen als Lach. Ja, wer das Handelsblatt studiert und jeden Morgen, wie ich, mit NTV an der Börse ist, der stellt sich natürlich die Frage, ob man Liquidität mit Liquidität bekämpfen sollte. Gerade wegen der hohen Liquidität wurden ja Hypothekenkredite mit der Gießkanne verteilt. Früher war es die Geldpresse, heute der Kredit. Aber kaum vernichtet der Markt mal etwas Liquidität, so wie die Polizei etwa Falschgeld beschlagnahmt, pumpen die Notenbanken wieder nach. Oh, Katja wartet an der Börse schon auf uns. Ja, wir wollen Sie, wie Sie es von Ihrer Lieblingssendung Märkte am Morgen gewohnt sind, alle 2 Minuten an die Börse und zum DAX entführen. Guten Morgen, Katja. Guten Morgen, Annette. Katja, ein kluger Kopf sagte einmal, nicht jeder glaubt an Gott, aber alle Deutschen glauben an den DAX. Was treibt er denn heute Morgen? Och, der DAX tut das, was wir bei schönem Wetter wohl auch am liebsten täten, Annette. Er geht baden. Aber unseren Unternehmen geht's doch blendend. Der DAX blickt nicht auf fundamentale Daten, sondern auf die Hypothekenkrise und die miesen Vorgaben aus Amerika. Ja, schlechte Vorgaben mag er nicht. Du hast eine Bank mit viel Liquidität. Was machst du? Du schwatzt Familienimmobilienkredite für Eigenheime auf und packst das Ganze in Anlagen. Alle jubeln Investmentbanking und greifen zu. Dann erhöhst du die Zinsen, um richtig abzukassieren. Die Familien gehen pleite und alles geht den Bach runter. Aber reagiert der DAX nicht manchmal zu sensibel? Katja ist fast neurotisch, würde ich sagen. Ja, Annette, eine hysterische Angst hält ihn in Atem. Zumal die Subprime-Kreditverbriefungen stark gefallen sind, AAA-Tranchen werden nur noch mit 92 Cent gehandelt. Bei AA-Tranchen ist der Preis schon auf 80 Cent gefallen. Danke, bis später, Katja. Bis später. Das dicke Ende soll noch kommen. In Amerika werden Kredite für Häuslebauer alle 2 Jahre neu verhandelt. Nun sollen die Zinsen steigen, $400 mehr im Monat. Macht schätzungsweise 1,5 Millionen Zwangsversteigerungen im Jahr. My home is my castle, sagt der Brite. Frei übersetzt, mein Eigenheim ist mein Kartenhaus. Aber was ist denn mit dem DAX los, Katja? Ich sehe, der Ärmste bricht gerade ein. Ja, Annette, der DAX hat einen Schreck bekommen, als der Euro über 1,47 kletterte. Aber der Euro muss doch mal an Grenzen stoßen. Noch nicht, Annette. Die Chinesen sitzen auf 1,4 Billionen Dollar Währungsreserven und switchen auf Euro und Yen um, weil sie sich den Dollarverfall nicht länger angucken wollen. Ah, dann sind die Chinesen im deutschen Markt unterwegs. Nicht nur die Chinesen, auch die Araber sind unterwegs. Und, Annette, würdest du das nicht auch tun, wenn dein Keller voller grüner Scheine liegt, die an Wert verlieren? Ja. Klar, meine Dollars sind aber längst weg, habe umgeswitcht auf eine Briefmarkensammlung.
Sag mal, Notenbankchef Liu Mingkang soll den chinesischen Bankern ja im November eine neue Anweisung erteilt haben. Was steht in dem Rundbrief? Alle Parteimitglieder in Banken müssen das Studium des Marxismus, welches Theorie und Praxis verbindet, vorantreiben. Aber Marx hat doch ausdrücklich gesagt, sie sollen nicht so viele Dollars auf einmal verkaufen, weil sie so ihre Reserven entwerten. Es sind immer noch mehr Bären als Bullen unterwegs. Ah, guten Tag, Herr Puttfaken. Herr Puttfaken von Euro am Sonntag ist heute mein Studiogast. Für die, die hinterm Mond leben, Bullen sind Optimisten, Bären die Pessimisten. Die Hypothekenkrise lässt dunkle Wolken aufziehen. Nicht so laut, Herr Puttfaken. Denken Sie bitte an den DAX. Es drohen noch weitere Hiobsbotschaften. Nicht so laut, Sie wissen doch, wie sensibel er ist. Da liegen noch reichlich Leichen im Keller. Ausblenden, Herr Puttfaken. Der DAX braucht mehr denn je Meldungen, die Mut machen. Wie in Weimar steht das jähe Ende kurz bevor. Das Land jetzt, Herr Kurz. Herr Puttfaken, wer hat mir nur diesen Mann empfohlen? Hallo Katja, ich sehe, der DAX macht gerade eine freundliche Seitwärtsbewegung. Ja, Annette, er legt eine Verschnaufpause ein, um seine Wunden zu lecken. Ah ja. Er kämpft seit Wochen mit der 8000er-Marke und wie es scheint, hat er diesen Kampf verloren. Aber hat er sich doch so ins Zeug gelegt. Er hält sich auch ganz wacker, wenn wir an die vielen Bösewichter denken. Ölpreis, Euro und so weiter. Aber die amerikanische Notenbank will die Zinsen senken. Unser DAX müsste doch vor Freude hüpfen. Ist mir egal, sagt der DAX. Er fährt Achterbahn. Morgens Talfahrt, nachmittags Höhenflug, abends seitwärts. Der DAX hat einfach keine Orientierung in diesen turbulenten Zeiten. Der Kleine hält einen ganz schön auf Trab. Ich sag immer, du brauchst kein Kind, du brauchst keinen Hund, wenn du einen DAX hast. Die FAZ hat ihn tatsächlich mit einem Hund verglichen. Mal will der Hund übermütig nach vorne laufen und wird von der Leine zurückgehalten. Mal muss Hechen den Hund nach vorne zerren. Als der DAX stieg, hatte der Hund Auslauf. Heute wird er wieder eingefangen. Ja, du brauchst in Zeiten, in denen der Mensch von einem humanen Kapital zu einem kompletten Kapital mutiert, hin und wieder mal was Lebendiges. Und da kommt der DAX vorbei, ist freundlich, gibt nach, legt Verschnaufpausen ein, er erholt sich. Von Erholung kann hier keine Rede sein. Herr Puttfaken, bitte. Mit der Mutation kann man nicht früh genug beginnen. Astrid ist für uns am Johann-Sebastian-Bach-Gymnasium in Mannheim, wo Börse inzwischen ein Unterrichtsfach ist wie Religion. Hallo Astrid, was machen die Kinder denn gerade? Hallo Annette. Dennis stellt gerade seine Hausaufgabe vor. VW, klarer Kauf. Matthias lacht, VW haben wir längst im Depot. Die Lehrerin Birgit Haag mit den freundlichen Augen hinter der randlosen Brille und die Schüler klatschen Beifall. Geht ja munter zu bei euch. Ja, das Stimmgewirr schwillt an, die Kinder rufen sich Aktien zu, sie kaufen und verkaufen wie an der Börse. Wie viele Kinder sind in dem Förderprogramm? Deutschlandweit 250.000 in mehr als 45.000 Spielgruppen. Fragt die Lehrerin mit der randlosen Brille doch mal, worin der pädagogische Wert der kindlichen Frühkapitalisierung liegt. Na, sie sagt, für viele ist es schon lehrreich zu sehen, dass sie, nur weil sie Aktien kaufen, noch lange nicht gewinnen. Auch wenn die Kinder sich noch so bemühen. Ja, Kinder müssen lernen, mit Niederlagen zu leben. Ab 10 an der Börse, davor mit Donald Duck, der ja von einer Niederlage zur anderen eilt, auch ohne zu meckern und ohne jemals aufzugeben. Wer trägt die Verantwortung, Astrid? Schirmherrin ist Bildungsministerin Schawan. Sie hat erreicht, dass die Sparkassen unterrichtsbegleitendes Material zur Verfügung stellen. Schließlich steht der pädagogische Ansatz im Vordergrund, sagt die Ministerin. Solange dein Kind an der Börse spekuliert, schießt es nicht mit der Pumpgun auf Mitschüler und Lehrer. Und ja, man muss schon sagen, Börsenphilosophie ist auch was fürs Leben. Kaufen, wenn die Kanonen donnern, verkaufen, wenn sich der Pulverdampf verzieht, hilft nach meiner Erfahrung jedenfalls in jedem Beziehungskonflikt. Die Börse ist wie kaltes Wasser. Schnell hinein, schnell wieder raus, den letzten beißen die Hunde. Auch sehr gut, Katja. Wie geht's denn unserem Sorgenkind? Och, der DAX holt etwas Luft, Annette. Er hält sich an der Reling fest, bis der Sturm vorüber ist. Aber die Fregatte schaukelt noch, zumal es mit Citigroup ein Schlachtschiff getroffen hat. Jedem Krieg wohnt ein neuer Zauber inne.
wir werden in den kommenden Monaten noch zahlreiche Opfer der Finanzkrise am Wegesrand auflesen Sie müssen. Sie nerven, Herr Puttfaken. Sag mal, Katja, welche Anlagen kann man in dieser Zeit denn überhaupt noch empfehlen? Du kennst mich. Was würdest du zum Beispiel sagen? Was passt zu mir? Öl oder Weizen. Also auf Weizenfeldern herrscht Goldgräberstimmung und man kann mit dem Öl Early Bonus-Zertifikat gut auf den Ölpreis spekulieren. Nicht schlecht, leg mal ein bisschen Öl und Weizen für mich zurück. Auch Gold und Silber brummen. Ein Münzhändler sagt, die Leute stehen in langen Schlangen vor dem Laden, um Münzen zu kaufen. So als wenn es in der DDR Bananen gab. Na, sag mir nachher mal, wo der Händler wohnt. Wer von einer Aufwärtsbewegung des DAX ausgeht, kauft bullige Call-Upon-Scheine mit Long-Hebelwirkung. Da gibt mir ein paar davon, ja. Und wenn er seitwärts oder runter geht? Mit Discount-Calls ist bei einer Seitwärtsbewegung ein Schnäppchen zu machen. Mit Outperformance-Optionen für Bären partizipiert man überproportional an fallenden Kursen. Toll, also die nehme ich beide. Interessant sind auch Open-End-Turbo-Calls. Ja, gib mir auch davon welche, aber nicht so viel. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel Kredit ich noch habe. Ja. Und wenn ich was gegen die Klimakatastrophe tun will? Der neue Wave XXL-Call auf den S-Box Asien Umwelt-Performance-Index mit nahezu vierfacher Hebelwirkung. Vierfach? Kaufe ich sofort. Ja, meine Damen und Herren, nur auf Briefmarken zu setzen, war schon etwas riskant. Mit Aktien, Optionen, Gold, Silber, Öl, Weizen, Münzen und Briefmarken ist mein Depot jetzt etwas krisenfester. Und Immobilien. Bist du wahnsinnig, bloß keine Immobilien mehr. Durch die Zwangsversteigerung sinken die Immobilienpreise in Amerika so drastisch, dass sie wieder zum Kauf anregen. Man könnte sagen, für viele wird der Traum von Eigenheim in Florida jetzt erst wahr. Also, auf nach Amerika, wenn du ein Eigenheim willst. Auf nach Irland, wenn du einen Job willst. Auf nach Ungarn, wenn du neue Zähne brauchst. In Frankreich gibt es gerade afrikanische Kinder günstig. In Guatemala Nieren. Der globale Markt verlangt halt mehr Flexibilität von uns allen. Fast wieder so viel wie zu Kolumbus-Zeiten.